Also wir werden ja mit zwei Formen zu tun haben. Das eine ist die sogenannte Ingewahrsamnahme. Das ist eine Maßnahme des Polizeirechts zur Gefahrenabwehr. Das kann individuell sein, das kann der Kessel sein. Sozusagen die Polizei definiert, es ist eine Gefahrenlage, um die Gefahr sozusagen zu begrenzen oder zu bekämpfen, ist es notwendig, Menschen daran zu hindern, weiter gefährlich zu sein. Führt zur Ingewahrsamnahme, die muss sozusagen unverzüglich, sagt das Bundesverfassungsgericht, gerichtlich kontrolliert werden. Richtwert sind so etwas wie 4 Stunden. Ein Verstoß gegen das Unverzüglichkeitsgebot führt dazu, dass diese Ingewahrsamnahme rechtswidrig ist. Ist dann immer die Frage, ob man das in der konkreten Situation durchsetzen kann oder ob später mal irgendwann ein Gericht sagt, das war aber ganz schön rechtswidrig. Davon zu unterscheiden ist die vorläufige Festnahme wegen des Verdachts, eine Straftat begangen zu haben. Also konkret der Vorwurf, etwas kaputt gemacht zu haben, jemanden verletzt zu haben, einen Landfrieden gebrochen zu haben oder ähnliches. Dann bewegt man sich im Bereich der Strafprozessordnung. Da muss innerhalb des nächsten Tages spätestens eine Vorführung vor einem Richter stattfinden, der dann entscheidet über eine Verhaftung oder über die Freilassung. Uns werden auch Mischformen begegnen, das heißt, Leute werden nach Vorschriften der Strafprozessordnung erstmal festgenommen. Man stellt fest, man kann es nicht festhalten. Es wird ein sogenannter Anschlussgewahrsam ausgesprochen, um sozusagen zu verhindern, dass jemand wieder als Störer auffällig wird. Also das sind sozusagen die beiden Formen der Freiheitsentziehung, die uns begegnen werden. Und wie gesagt, also Kessel ist eine Form der Ingewahrsamnahme, wo es üblicherweise dann Streit mit Gerichten gibt, wenn wir wissen, Leute sind ein Kessel, wir sagen, ihr müsst die freilassen, das Gericht sagt, ich weiß ja noch gar nichts, und wir sagen, wir haben es jetzt gesagt, wir haben einen Antrag gestellt. Das Gericht sagt, nein, ich kann erst was tun, wenn die Polizei beantragt, ihn festzuhalten. Das sind sozusagen die Probleme, die sich vor Ort ergeben. Und die Angaben zur Person sind genau dieselben, die vorher genannt wurde. Name, Geburtsdatum, Anschrift und eine ungefähre Berufsbezeichnung. Das ist sehr schön, wenn ihr untereinander, also in eurer Aktionsgruppe, mit der ihr unterwegs seid, was wir auch allen ans Herz legen, nicht alleine auf Aktion zu gehen und dann untereinander den vollständigen Namen und das Geburtsdatum zu kennen, weil das sind die Parameter, die AnwältInnen auch brauchen, um dann in Kontakt mit der betroffenen Person in der Visa zu kommen. Also es gibt, wir haben Situationen erlebt, auch der EA und wir, wo sozusagen die ganz froh waren, wenn jemand sich da gekümmert hat, bis hin dazu, dass wenn du sozusagen einen Namen im Buchstaben falsch hast, das heißt, der ist hier nicht. Also sozusagen die Fehler in den Personalien sind, wenn es gewollt ist, immer ein ganz beliebtes Mittel, um Kontakte zu verhindern. Von daher ist sozusagen genauer Name plus genaues Geburtsdatum kann eine große Hilfe sein.